In Jenin im Westjordanland ist nach Angaben des israelischen Militärs der örtliche Kommandeur der radikal-islamischen Hamas getötet worden. Wassem Hazem sei in einem Fahrzeug entdeckt worden, in dem sich Waffen, Munition und große Mengen Bargeld befunden hätten. Zwei weitere Hamas-Kämpfer seien auf der Flucht von einer Drohne getötet worden. Dieses von der israelischen Armee veröffentlichte Video scheint zu zeigen, wie ein Fahrzeug an ein anderes heranfährt, woraufhin ein Feuergefecht beginnt. Dann folgen zwei Luftangriffe auf weglaufende Personen. Zunächst war es nicht möglich, den Ort und das Datum der Aufnahme unabhängig zu überprüfen. Dieser Mann berichtet, er habe zunächst eine Explosion gehört. Wir nahmen ein Geräusch wahr und gingen hinaus, um nachzusehen. Es gab hier in der Nähe eine Explosion und dann sahen wir das Feuer. Also kamen wir zu diesem Ort und sahen dieses Auto in Flammen und niemand näherte sich, bis der Zivilschutz eintraf. Das israelische Militär hat damit seine groß angelegte Offensive im Westjordanland fortgesetzt, bereits den dritten Tag in Folge. Die Operation hatte in den frühen Morgenstunden des Mittwochs begonnen. Hunderte von israelischen Soldaten kamen zum Einsatz, unterstützt von Hubschraubern, Drohnen und gepanzerten Transportern. Neben Jenin wurden auch Tulkarm und Gebiete im Jordantal angegriffen. Auch dort wurden in den vergangenen Tagen Menschen getötet. Nach palästinensischen Angaben auch Zivilisten. Israel behauptet, dass der Iran militante Gruppen im Westjordanland mit Waffen versorgt und unterstützt, weshalb das Militär seine Operation dort verstärkt habe.